Hallo und willkommen zurück hier bei Spiel mit Pecky zu einer weiteren Folge von Transport Fever. Wir spielen die europäische Kampagne, Mission Nummer 4. Haben da ein bisschen Geldsorgen zurzeit, weil wir auch anders planen müssen oder die Linien setzen müssen. Ja, wir sind noch im Pausenmodus, aus dem Grund, weil ich die Linie ändern will. Und zwar machen wir eine interne neue Linie in Las Puntas. Und zwar von hier, da, nach hier oben, gehen wieder zurück und werden da eine Linie machen. Das wäre die interne Linie in Las Puntas. Die setzen wir auch gleich so. Bus Las Puntas. Und wir nehmen hier eben ein paar Fahrzeuge dann mit hinein. Wir werden diese Linie ebenfalls abändern. Und zwar werden wir von der, also die 6, 7, 8, 9, 10 fällt mal raus. Das wäre dann die 6, dann die, wieder jetzt diese 6, dann haben wir diese 6, dann der hier. Der Rest bleibt hier mal bestehen, also wir können eigentlich dann die 6 hier auch wieder entfernen. Und hier unten behalten wir, nein, der geht hier weg, der hier auch, dann bleibt eigentlich uns nur noch das hier. Perfekt. Und was wir auch machen werden, ist hier eine interne Linie. Und das wäre dann, ja, da muss ich zuerst noch ein, ja, das ist leider jetzt nicht möglich. Aber ist auch nicht so schlimm, da können sie ja ein bisschen laufen. Wir machen das hier nach da, hier unten nach hier. Dann haben wir auch hier, können wir den auch mit hineinziehen? Nee, das geht nicht hier. Das geht logischerweise nicht. So, aber das hier geht. Dann sind wir hier in Las Palmas. Das heißt Bus Las Palmas. Sehr gut. Und dann haben wir eben noch die andere Verbindung von Las Palmas nach Las Puntas. Und jetzt müssen wir eben Fahrzeuge entfernen. Wir werden hier diesen hier, den wir hier schon mal angehalten haben, werden wir gleich umpolen. Und zwar geben wir dir eine Linie, die interne Linie in Las Puntas. Dann kannst du auch wieder fahren. Und dich hier möchte ich noch ein bisschen beobachten. Wo bist du denn? Du bist hier unten. Zusätzlich, okay, mach nochmals einen kurzen Stopp. Dich behalte ich im Auge. Und dich, du hast nicht so viele Leute, du kannst ebenfalls wechseln nach Las Puntas. Du kannst auch wechseln nach Las Puntas. Gut, dich hier lassen wir. Dich hier lassen wir. Und intern haben wir hier nochmals 3 Stück. Dich wechseln wir auf Las Palmas intern. Dann haben wir hier noch einen. Jetzt auch wechseln auf Las Palmas. Dann haben wir hier noch einen. Du wechselst auch. Und das wären alle. So, jetzt gucken wir mal schnell, wie viel auf welcher Linie hier sind. So, wir haben Airport Las Palmas haben wir 3, zwischendrin haben wir 3 und auf Las Puntas haben wir auch 3. Dann haben wir noch, ja, zu diesen beiden Flughäfen, da haben wir auch genügend. Jetzt lasse ich das Ganze aber wieder laufen. Jetzt gibt es ein bisschen eine Umpolung hier. Vielleicht hilft uns das, dass hier intern ein bisschen mehr läuft. Aber das werden wir jetzt dann sehen, ob sich das gelohnt hat. Da müssen wir eben noch ein bisschen warten, auch geldtechnisch, bis das sich wieder ins Lot
oder bis das wieder ins Lot kommt. Denn wir müssen ja Geld generieren, dass wir hier nur das Stücklein hier noch verbinden können. Denn wenn wir das haben, dann sieht es schon sehr gut aus. Vor allem hier mit diesem Auftrag hier oben, dass wir die Infrastruktur wiederhergestellt haben. Teils, teils natürlich, denn der Knackpunkt oder der Kostenpunkt im Gesamten ist nun eben diese Zuglinie. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir den Zug hier auch verkaufen. Absolut möglich. Und sehe ich jetzt vielleicht auch mal gerade vor, dass wir den hier eventuell verkaufen. Denn 40 Leute kriegen wir vielleicht auch hin. Oh, der hat jetzt aber schon 52. Es ist gut möglich, dass nun die Linie anfängt zu laufen. Jetzt gucken wir mal, was uns der hier abwirft. Vielleicht kommen wir jetzt schneller aus dem Loch raus als gedacht. Ja, der wirft schon 300.000 ab hier und im Jahr könnte das natürlich jetzt mehr werden, wenn der eben genug Leute transportieren kann. Hat wieder 24 dabei. Vielleicht macht er gar nicht mehr so viel Minus. Wir gucken jetzt. Denn hier hinten ist wirklich Full House. Da hat es viele Leute hier. Das ist schön. Sehr schön. Da ist immer so ein bisschen die 50. Das passt doch auch sehr gut. Das gibt eben dann das Geld. Ja. Ich denke, wenn der jetzt zurückfährt, müsste die Verbindung eigentlich so weit in Ordnung sein, dass wir dann schon bald die Strecke ergänzen können. Und man sieht es hier auch, für das, was wir jetzt intern gewechselt haben, haben wir auch hier mehr Leute. Aber man merkt auch hier zwischendrin, die können wir danach wieder verteilen, natürlich. Das ist auch klar. So, ja, der wirft hier eben dieses Geld wieder ab hier und nimmt sich jetzt auch schon 37 Leute mit. Ja, sehr gut. Also, das hier scheint wirklich zu funktionieren. Gut, auch die anderen, jetzt gehen wir mal noch kurz auf die Linien. Die Erträge sind hier beim... Ja, das Plus liegt zurzeit hier nur. Der Rest macht Minus. Wer macht denn hier am meisten Minus? Ah, ich muss da mal alles mit hineinbeziehen. Also am meisten Plus macht unser Flugzeug. Dann aber auch langsam, aber sicher kommt unser Zug hier in Fahrt. Dann das Vieh macht auch schön Plus. Und dann diese beiden Schiffe zurzeit. Die anderen sind ein bisschen im Minus. Ja, manchmal läuft es nicht. Also auch dieses Schiff hier. Es hat auf einmal wieder viel Plus, aber dann auch wieder Minus. Das ist halt so. Ja, und wir sehen, es beginnt wirklich zu laufen hier. Der wird jetzt gerade sehr schön gefüllt. 62 Leute. Und wie, ja, jetzt sieht das doch sonst sehr gut aus. Ja, jetzt war ich zu spät. Ich wollte hier Pause drücken, damit ich hier eben die Linie fertigstellen konnte. Das hat jetzt leider nicht funktioniert. Wir warten jetzt halt auf den nächsten Monat oder übernächsten Monat. Vielleicht kriegen wir dann doch noch in der nächsten Zeit den... Oh ja, profitabel, nimm 3 Millionen ein. Sehr schön. Das hat funktioniert. Was auch funktioniert hat, ist jetzt nämlich, dass wir die Linie komplettieren können. So, jetzt mache ich da kurz Pause. Weil, folgendes. Wir werden die Linie hier, wo ist sie? Hier. Und zwar die hier. Ergänzen. Und... von Santa Cruz fährt, nein, dann müssen wir hier ran. Wieder zurück.
Gut, dann können wir hier den ergänzen, nach hier oben. Unser fantastischer Präsident ist fertig. Zufrieden mit unserer Leistung. Okay. Und wir dürfen unseren Kopf für den Moment behalten. Das war alles. Wir mussten nur das machen. Okay, wir haben aber trotzdem noch einiges erreicht hier. Profitabel, frühzeitig erreicht und Berge alle versunkenen Schiffe haben wir zwar nicht. Wir haben diese Millionen nicht investiert, aber ja. Die Höhenmeter haben wir da nicht erreicht, plus auch diese 10 Jahre. Aber trotzdem haben wir einiges noch hingekriegt. Gut, also wir sind früher fertig geworden als geplant hier. Und ja, dann würde ich jetzt mal sagen, dann gibt es hier auch eine kürzere Folge, damit ich hier nicht zusammenbasteln muss. Werde ich hier auch schon einen Stopp ziehen, ist ja auch nicht mal schlecht, wenn wir mal eine kürzere Folge haben. Wir starten dann in der neuen Folge dann gleich auch mit der neuen Mission. Ja, in diesem Sinne bedanke ich mich halt noch schon kurzer Zeit fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch noch Spaß gemacht, diese paar Minuten zuzusehen. Und ja, schaut doch auch dann in Mission 5 wieder hinein. Ich bedanke mich und verabschiede mich. Bye, bye.